Und das hat dem Dollar natürlich eine große Macht gegeben, weil dann mussten alle Dollar haben, weil jeder braucht Erdöl. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Wirtschaftskrieg, den die NATO-Staaten führen und der überhaupt nicht funktioniert. Dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland hat bewirkt, dass jetzt Saudi-Arabien gesagt hat, wir beobachten ein komisches Verhalten der Europäer und ein komisches Verhalten der Amerikaner, weil die haben russisches Vermögen beschlagnahmt. Dann sagen sich die Saudis, vielleicht werden die bald auch unser Vermögen beschlagnahmen. Und das denken natürlich andere auch. Also das Vertrauen in sozusagen den Rechtsstaat ist untergraben. Und dann sagen sie sich, ja gut, dann könnten wir unser saudisches Erdöl jetzt nach China nicht in Dollar verkaufen, sondern in Yuan. Und das kennt fast niemand, dieses Wort. Yuan, das ist die chinesische Währung. Aber viele kennen das nicht. Viele denken, es gibt nur Euro und Dollar und Schweizer Franken. Aber es gibt auch Yuan und es gibt auch Rubel. Also wir sehen eine Verlagerung. Ich sage nicht, dass jetzt alles Erdöl in Yuan verkauft wird. Aber ich sage einfach, dieser Wirtschaftskrieg, der von den USA sozusagen entfacht wurde, um Russland zu schwächen, hat nicht funktioniert. Deutschland hat sich einfach mit den USA in diese Konfrontation hineingegeben. Das ist nicht klug. Und wenn der Dollar tatsächlich im Rohstoffhandel abgelöst wird oder geschwächt wird, man misst dann pro Jahr, wie viel Erdöl wird in Dollar verkauft, wie viel Erdöl wird in Yuan oder in anderen Währungen verkauft. Oder die Iraner handeln auch natürlich jetzt außerhalb vom Dollar. Und das sind wichtige Rohstoffproduzenten, sind nicht kleine. Dann kann eigentlich eine imperiale Struktur durch die Schwächung der Nachfrage nach ihrer eigenen Währung ins Mark getroffen werden. Also das ist diese ganze Geschichte, was ist der Dollar, ist er stabil, wie viel Dollar kann man drucken, ohne dass er sich entwertet. Und es ist eine komplexe Diskussion. Ich weiß, dass viele Menschen sich überhaupt nicht dafür interessieren, weil sie sagen, ich verstehe das nicht und so. Aber es ist eine super spannende Diskussion und man kann auch in den USA sehr interessante Analysen dazu finden, wo wirklich einige Amerikaner sagen, dieser Wirtschaftskrieg, das war ein Schuss in den eigenen Fuß. Weil man verliert ja dann eigentlich ein Instrument, das man zuvor hatte, ohne das Ziel zu erreichen, nämlich Russlands Wirtschaft zu zerstören. Ja, aber Russland war nur ein Testballon. Also Russland ist nicht die Macht, die global die Dominanz der USA droht. Die Macht, die das tut, ist China. Und man hat hier im Wirtschaftskrieg im Kleinen ausprobiert. Man hat hier geschaut, was für Konsequenzen hat er. Wie groß ist unsere tatsächliche Macht, die Wirtschaft eines anderen Landes in die Knie zu zwingen? Und hier hat man gesehen, wie begrenzt die eigene Macht eigentlich ist. Also das ist wohl auch ein Grund dafür, dass die USA im Falle von Taiwan so sehr auf militärische Drohungen gegenüber China setzen. Also die USA provozieren ihn militärisch, weil sie sehen, dass ihre wirtschaftliche Macht, China in die Schranken zu verweisen, sehr, sehr eingeschränkt ist, wie der Wirtschaftskrieg gegen Russland gezeigt hat. Wenn die russische Wirtschaft jetzt innerhalb weniger Monate kollabiert wäre, dann wären sich die USA ihrer globalen Dominanz, glaube ich, sehr viel sicherer, als ja, so wie das aktuell der Fall ist, dass die russische Wirtschaft sich halt sehr resilient gegenüber äußeren Sanktionen zeigt. Und das war die Idee. Und bei Deutschland ist es ganz ähnlich. Also die deutsche Wirtschaft leidet im Moment, ja, auch wegen der Sprengung von Nord Stream, wegen den hohen Energiepreisen. Und trotzdem hält man an dieser Strategie fest und denkt, wir gehen mit den USA, das ist wohl sicher ein guter Weg. Das finde ich keinen guten Weg. Ich sage auch, in der Schweiz beteiligt man sich an diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ich sage, man sollte das nicht tun. Man sollte sagen, okay, war ein Fehler, wir hören wieder damit auf. Wir treiben wieder Handel. Es gibt ja von den vier Pipelines ist eine noch offen zwischen Russland und Deutschland. Man könnte sofort wieder Gas durchfließen lassen. Und Putin hat, meine ich, sogar auch schon gesagt, dass man die jederzeit wieder in Betrieb nehmen könnte. Aber es scheint ja scheinbar kein Interesse daran Scholz will nicht. zu geben. Scholz will das scheinbar nicht. Nein. Ja, über die deutsche Regierung hat Putin in diesem Kontext gesagt, das seien sehr inkompetente Leute. Und zudem, die deutsche Regierung hätte kein Interesse daran, gegen die USA, die für die Sprengung von Nord Stream verantwortlich sein. Also schaut euch das Interview von Putin und Tucker Carlson in dem Kontext gerne mal an. Das ist sehr aufschlussreich. Was aber wenig. Und die Amerikaner wollen es natürlich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Scholz will es nicht, weil es Biden nicht will. Ja,
Aber dann ist ja die Frage, was ist denn die Aufgabe, was sind denn die nationalen Interessen von Deutschland? Mhm. Und die sind eben anders als die nationalen Interessen der USA. Mhm. Weil Deutschland, wenn Deutschland günstiges Erdgas aus Russland importiert, durch diesen letzten verbleibenden Pipeline-Strang, also Nord Stream 1 sind zwei Stränge und Nord Stream 2 sind zwei Stränge, wir sprechen über vier große Rohre und drei sind weggesprengt, meiner Meinung nach durch den CIA. Und die Amerikaner brauchen diese Rohre nicht. Die haben ihre eigene Öl- und Gasproduktion. Aber Deutschland braucht diese Rohre. Es braucht das günstige Erdgas. Weil wenn sie einen tiefen Energiepreis haben in Deutschland, dann können Firmen wie BASF zum Beispiel, das ist ein großer Chemiekonzern, kann von diesen günstigen Energiepreisen profitieren und dann kann die deutsche Wirtschaft sozusagen florieren. Jetzt kann man sagen, ich arbeite nicht bei BASF, ist mir doch egal. Aber die Sache, alles hängt mit allem zusammen. Mm. Wenn die Wirtschaft unter hohen Preisen leidet, ich sage jetzt hohe Energiepreise, dann hat eigentlich ein Manager von einem großen Konzern, der ist ja in einem globalen Wettbewerb, ja, dann kann er nur noch sagen, ja, ich schließe das Werk und gehe nach China oder ich gehe in die USA. Das kann er dann machen. Aber dann sind aber die Arbeitsstellen in Deutschland sind dann weg, weil die Leute reisen ja dann nicht mit nach China oder in die USA, sondern dann werden dort die Amerikaner beschäftigt. Und die Amerikaner sagen natürlich den deutschen Konzern, kommt. Also das muss man, ich finde diese Überlegung, und sehe ich zu wenig beim Herrn Habeck zum Beispiel. Er müsste ja sagen, wie kann ich die Energiepreise wieder senken? Nein, interessiert ihn nicht. Wie kann ich Nord Stream wieder öffnen? Ja, Patrick Reichen hat zu den Firmen, die gehen sollten, ja auch schon gesagt, sollen sie halt gehen. Also die Grünen, die haben damit kein Problem, dass unser Land deindustrialisiert wird. 20% der Energien sind bisher schon abgewandert und diese Abwanderung, die geht einfach weiter. Also könnt ihr alle bei D-Staat das nachschauen. Schaut einfach Produktionsindex der energieintensiven Industrie. Kann ich auch gleich mal machen. Also das ist wirklich ein beeindruckender Absturz, den wir da sehen. Also was Ganze hier beschreibt, entspricht zu 100% der Realität. Interessiert mich. Es scheint kaum noch, um, wie Sie gerade richtig ausgeführt haben, um nationale Interessen zu gehen. In Deutschland fast ein Schimpfwort, wenn man nationale... Aber es ist eigentlich in der Geschichte ist es normal, dass ein Land nationale Interessen hat, dass es diese artikuliert. Und das ist keine Schande, nationale Interesse zu haben, wenn man die ohne Gewalt verfolgt. Und das, was Deutschland fehlt, ist eigentlich eine Politikerin oder ein Politiker, der die nationalen Interessen artikuliert und sagt... Ja. Stimmt natürlich auch das, was Ganze hier sagt. Wir lassen es ihn gleich weiter ausführen. Schauen wir uns zuerst mal die Grafik an, die ich in der Vergangenheit schon des Häufigeren gezeigt habe und die gleiche Richtung zeigt. Der Produktionsindex der energieintensiven Industriezweige, hier seht ihr ihn, saisonbereinigt, also nach einem bestimmten Verfahren, ist jetzt, Details sind da nicht so wichtig. Schaut euch einfach die grundsätzliche Entwicklung an. Hier, Index liegt bei ungefähr 100, also Ende 2021 sind wir hier. Index liegt jetzt bei knapp über 80. Also 20% Einbruch in der energieintensiven Industrie. Und ihr seht es hier, hier waren wir im Dezember 2022, hier sind wir Dezember 2023. Also ihr seht, dieser Absturz, der geht immer weiter und er hört nicht auf. Obwohl die Energiepreise mittlerweile schon wieder gesunken sind, wandert die Industrie immer weiter ab, weil sie eben davon ausgeht, dass die Energiepreise in den nächsten Jahren auch noch erhöht bleiben werden. Also es ist tatsächlich sehr... Ja, es ist tatsächlich gar nicht so relevant, wie hoch die Industriepreise jetzt in diesem Moment, die Energiepreise in diesem Moment sind. Es ist wichtig, wie hohen Preisen die Industrie in den nächsten Jahren rechnet. Und sie scheint aktuell sehr, sehr pessimistisch zu sein. Also wir sehen, wie sehr die Abwanderung weitergeht. Und solange diese Abwanderung weitergeht, desto wahrscheinlicher ist, dass sie dauerhaft sein wird. Also wenn Produktionskapazitäten einmal abgewandert sind, dann kehren sie nicht wieder zurück. Wenn sie runtergefahren sind, dann können sie sehr schnell wieder hochgefahren werden. Das haben wir ja in der Corona-Zeit gesehen. Also die Produktionskapazitäten wurden runtergefahren und wurden nach Ende der Corona-Zeit wieder hochgefahren. Also in der energieintensiven Industrie fast ziemlich genau auf die alten Niveaus. Aber aktuell sehen wir, wie die Produktion eingebrochen ist. Also die energieintensive Industrie, das ist der rote Graph hier, wer da gerade nicht genau hingeguckt hat. Und wir sehen, wie dieser Absturz sich nicht umkehrt, obwohl die Energiepreise wieder etwas gesunken sind. Also das ist kein gutes Zeichen. Hast du, also frag gerade einer im Chat, hast du den Telepolis-Artikel gelesen, dass Poroschenko nie vorhat, das Minsker Abkommen zu befolgen und er einen Bombenanschlag auf ein
russischen Separatisten verübt hat. Ja, die Ukraine hat Bombenanschläge auf Separatisten verübt, definitiv. Die verübt ja auch Bombenanschläge aufs ins Ausland geflohene Oppositionelle. Also die Ukraine, das ist ja ein sehr rabiater Staat, ein sehr autoritärer Staat, was den Umgang mit der Opposition angeht, vor allem mit Separatisten. Da hat man ja auch sehr schnell, viel zu schnell auf militärische Gewalt gesetzt, anstatt auf politische Kompromisse. Sonst hätte sich der Bürgerkrieg 2014 sehr wahrscheinlich verhindern lassen. Die Separatisten, die waren ja auch vor allem auf Anweisung aus Moskau immer verhandlungsbereit. Also Russland hatte ja auch eigentlich nicht vor, Gebiete außerhalb der Krim zu annektieren, selbst nach dem Putsch damals. Also es hat sich ja erst im Sommer 2014, als klar war, dass die Ukraine auf militärische Lösung setzte, erst eigene Truppen zur Hilfe der Separatisten entsandt. Also dass die Ukraine da sehr aggressiv vorgegangen ist, ja, das habe ich definitiv mitbekommen. Und das sowohl, also und nicht nur Poroschenko, du hast ja gerade geschrieben, Poroschenko hätte das bestätigt. Macron, Merkel, Poroschenko haben mittlerweile alle drei bestätigt, dass das Minsker Abkommen nur dazu diente, die Ukraine weiter hochzurüsten, damit sie auf einen weiteren Krieg mit Russland gewappnet sei. Also allen war klar, dass das niemals dazu gedacht war, um dauerhaften Frieden mit Russland zu haben. Alle drei haben das mittlerweile zugegeben. Also ja, und da sagt man dem Westen, Russland würde lügen, Russland würde sich nicht an Verträge halten. Also der Westen hatte schon damals, als er diesen Vertrag unterschrieben hat, nicht vor, sich daran zu halten. Also viel eindeutiger kann man nicht sagen, bitte schließt mit uns in Zukunft keine Verträge mehr. Jetzt schreibt noch einer im Chat, Ganser framed aber, wenn er sagt, Saudi-Arabien und Co. machten sich Gedanken, wenn sie sähen, dass Dollarvermögen bei US-EU-Banken eingefroren werden könne. Er erwähnt nicht, dass der Yuan aber vorher keine frei konvertierbare Währung sei und unter vollständiger Kontrolle stehe. Zudem ist er von der internen chinesischen Währung, der Yuan ist auch deswegen nicht zu einer größeren Alternative zum Dollar geworden, weil er natürlich vor allem den Interessen der chinesischen Wirtschaft dient. Also der Dollar, der ist eine frei konvertierbare Währung, die auch als Weltleitwährung dienen kann. Die USA haben auch ein Leistungsbilanzdefizit, auch das essentiell bei einer Macht, die die Weltleitwährung stellt. Denn wenn sie nicht dauernd die eigene Währung exportiert, dann herrscht ein andauernder Mangel an dieser Währung. Auch deswegen ist der Dollar als Weltleitwährung gerade so gut geeignet. Auch das erfüllt China nicht. Also der Yuan, der ist dazu da, um Chinas Wirtschaft möglichst stark zu halten. Der ist auch immer leicht unterbewertet, sodass China Leistungsbilanzüberschuss hat. All das definitiv. Das sind alles Gründe, warum der Yuan den Dollar noch nicht umfassend ersetzt hat, trotz Chinas wirtschaftlicher Dominanz. Aber das sind alles Dinge, die China ändern könnte, beziehungsweise die in den Hintergrund treten, wenn China wirtschaftlich immer stärker wird. Und wenn Devisenreserven, die in Dollar angelegt sind, einfach so eingefroren werden, aber Yuan-Reserven nicht einfach so eingefroren werden, dann werden sich Länder im globalen Süden dreimal überlegen, auf welche Währung sie eher setzen, Yuan oder Dollar. Also wir haben zum Beispiel... Ja, BRICS arbeitet an einer gemeinsamen Währung, aber das wird so eine internationale Rechnungseinheit werden wahrscheinlich. Es ist noch relativ unklar, wie das dann aussehen wird. Das wird spannend zu beobachten sein, definitiv, definitiv. Aber das ist aktuell noch in der Planungsphase, da ist aktuell leider noch nichts Konkretes drüber bekannt, deswegen kann man dazu noch nichts sagen. Also das wird spannend. Das Interesse mit in Frieden zu leben mit allen anderen Staaten in Europa. Und Russland ist bis zum Ural ein europäisches Land. Weil wir sind hier, also wir sind in Europa. Also wir sind nicht in Afrika und wir sind auch nicht in Südamerika. Also wir sind hier. Das ist unser Interesse. Und dann muss man von dem abgeleitet, muss man sagen, okay, was können wir tun, um den Frieden in Europa zu stabilisieren? Und das bedeutet, in der Ukraine braucht es Friedensverhandlungen und wir müssen deeskalieren. Weil wenn der Krieg sich ausbreitet, haben die Amerikaner noch 6000 Kilometer Atlantik. Das kann doch denen egal sein, wenn wir uns hier in Europa umbringen. Die können dann die Waffen reinliefern. Man muss fairerweise sagen, es gibt diese Politiker, zumindest in der Opposition, beispielsweise Sarah Wagenknecht oder auch Alice Weidel von der AfD, die das auch immer wieder artikulieren oder auch ein Hans-Georg. Sind zwei interessante Frauen, oder? Sehr starke Frauen, sehr spannende Persönlichkeiten.